so viele Fragen. Manchmal ist langsamer schneller. Noch nie habe ich so eine derartige Aussage wirklich so bewusst getroffen, wie nach dem letzten Event wieder mal in Almeria, in dem ich letzte Woche war. Da war der Johannes, mit dem habe ich mal einen Instruktionsturn gemacht und der fuhr schon sehr, sehr zügig, war aber allerdings das erste Mal in Almeria. Und dann habe ich halt versucht, mit ihm so ein bisschen die Linie vorab zu arbeiten, dass er ein bisschen weiß, wo es lang geht. Und dann habe ich gesagt, okay, wir gehen jetzt mal raus und wir fahren jetzt auf der Startziel- und auf der Gegengeraden nicht Vollgas. Wir drehen die Gänge nicht aus und wir fahren nicht Vollgas. Also wir geben schon Gas, aber du verstehst, was ich meine, wir geben nicht Vollgas. Und einfach aus dem Grund, damit er die Zeit hat, sich auf die Linie oder auf das, was ich ihm gesagt habe oder vielleicht auch auf meine vorherigen Videos besser konzentrieren zu können. Weil unser Kopf zieht so viel Energie, wenn wir das Motorrad am Limit fahren, zumindest auch bei geradeaus, Vollgas geben und so weiter, dass wir uns kaum auf die Linie und auf das richtige Sitzen und auf die richtigen Punkte konzentrieren können. Und dann haben wir das gemacht, wir sind auf der Geraden nicht Vollgas gefahren und dann stellte sich heraus, dass diese total lockere Runde nur so eine halbe Sekunde langsamer war als seine Bestzeit. Da ist eine lange Gerade, die, wenn man Vollgas fährt, dann macht das einen Unterschied zwischen 2 und 3 Sekunden, denke ich mal. Ne? Also nur mal so nebenbei. Da hat man quasi gesehen, durch das, dass er dann viel mehr Zeit gehabt hat, sich zu konzentrieren, viel ruhiger war, viel entspannter gefahren ist, trotzdem im Endeffekt gleich schnell war, sage ich jetzt mal, weil er halt die Rundenzeit dann über die vielen Kurven, über das Hineinrollen, über das flüssige Rausbeschleunigen, über das genaue Punktetreffen und so weiter gefunden hat. Ich werde ja mittlerweile schon regelrecht ziemlich viel und oft angeschrieben, um persönliche Tipps zu geben, wie und was genau und so weiter. Ein grundlegender Tipp, damit treffe ich bestimmt jeden von euch, nehmt das, was ich euch mit den Videos schon gezeigt habe, an und versucht es auch umzusetzen, insofern bewusst. Also dieses nicht Visier zu machen und dann alles vergessen und drauf los und dann im Nachhinein ärgern, weil nichts geklappt hat, sondern wirklich das Ganze zu sehen wie eine Art Job. Also du musst dir eine Liste machen, was willst du heute machen? Was ist heute dein Ziel zu schaffen? Welche Kurve bereitet dir Schwierigkeiten? Wo hast du das Gefühl, dass du am langsamsten bist? Und vor allem, an welcher Kurve triffst du vielleicht immer und immer die Linie nicht? Dann pick dir diese Teile der Rennstrecke raus und versuche jetzt in diesem Turn oder in den nächsten 2, 3 Turns oder meinetwegen auch in dem nächsten Tag einfach nur diesen Teil der Strecke zu üben, damit der endlich sitzt. Weil jeder hat so seine Schokoladenseite der Strecke, dem einen liegt die Kurve besser, die andere macht er hier sehr gut, die andere verpasst er jedes Mal wieder. Also such dir wirklich diese Sachen raus, wo du merkst, das ist nicht gut. Und vor allem verzichte in dem Fall auf deine Rundenzeit. Ignoriere sie einfach. Das machen auch die Profis. Die Profis gehen her, die machen wirklich das richtige Sektionstraining. Die machen nur diesen einen Bereich, nur diese eine Kurve, trainieren die, bis die sitzt und dann die nächste und wieder die nächste. Und am Schluss setzen sie das Puzzle einfach zusammen. Ich kann dir auch wieder aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich habe wieder neue Erfahrungen gemacht, letzte Woche in Almeria, ich habe endlich eine gewisse Rundenzeit-Schallmauer durchbrochen. Ich muss jetzt eigentlich sagen, ich habe die 41er durchbrochen, ich bin jetzt auf einer 1,40 und es war wirklich hart. Ich habe im Endeffekt für 7, 8 Zehntel quasi schon ein paar Tage gebraucht von 1,416 zu der 1,409 und das war wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Und ich habe da auch ein sogenanntes Sektionstraining gemacht. Ich habe herausgefunden, an welchen Kurven ich wirklich Zeit verliere und dann habe ich nur diese eine Kurve trainiert. Und zwar war das halt einfach dieser Eingangsspeed bis zum Scheitelpunkt, der mir da gefehlt hat. Ich habe ein bisschen zu stark gebremst, bin zu lange zum Scheitelpunkt gerollt und dann habe ich versucht, einfach
mit weniger Grundspeed in der restlichen Runde, sondern einfach nur versucht, an dieser Stelle einen höheren Kurveneingangsspeed zu kriegen, bis sich mein Gehirn daran gewohnt hat und ich da auch dann schneller war. Dann habe ich das alles zusammengepackt und war dann im Gesamten auch schneller. Das ist halt dieses Training, was das ausmacht. Dabei musst du natürlich einen total coolen Kopf bewahren und dich nicht beeinflussen lassen, was andere sagen, was du vielleicht gerne hättest, welche Rundenzeit vielleicht gerne draufstehen würde. Du musst das wirklich einfach als Übung, Übung, Übung sehen und genauso sollte es jeder mit seinem Rundenzeitlevel und mit seinem Können auch fabrizieren. Ein weiterer Tipp, den ich dir mitgeben möchte, sei sensibel. Das ist nicht unbedingt schlecht. Auch wir Männer dürfen sehr sensibel sein, weil es hat einen Hintergrund. Jeder Motorradfahrer, der schnell ist, ist vermutlich sehr sensibel, weil er muss das Motorrad spüren, er muss den Reifen spüren, er muss eine gewisse Vorahnung haben, ob das Ganze denn funktioniert und so weiter. Und jeder Motorradfahrer, und ich denke, ich spreche euch alle an, hat immer so eine gewisse Nervosität, so ein kleines bisschen Hauch von Schiss, wenn er auf das Motorrad aufsteigt. Und es zeigt doch, dass wir alle etwas sensibel sind. Denn Motorradmotorsport ist für mich absolut emotional und auch sehr, sehr gefühlvoll. Es bringt dir nichts, wenn du ohne Gefühle ans Motorradfahren rangehst, dann spürst du weder, wenn der Vorderreifen rutscht, noch wenn der Hinterreifen rutscht. Du weißt nicht, wann die Bremse zu ziehen ist, du weißt nicht, wie du dich hinsetzen sollst und du weißt auch nicht, wie du im Rundenzeitenkampf oder im Rennen mit anderen Kollegen, Teampartnern, Gegnern, Konkurrenten, wie auch immer du sie nennen magst, umgehen sollst. Und das ist ja auch wirklich sehr, sehr entscheidend. Also steh dazu, sei sensibel, das ist überhaupt kein Problem. Meistens ist es auch so, dass diese Sensibilität im Alltag auch vorhanden ist, bei sämtlichen Dingen, man nimmt vielleicht was persönlich, was jemand zu einem sagt und so weiter. Das sind die negativen Dinge der Sensibilität, aber in dem Motorsport dürfen wir die Sensibilität wirklich als Positives ausspielen. Ja? Also wirklich, das ist überhaupt keine Schande, nicht umsonst gibt es zwischen so manchen Profifahrern auch diese Kämpfe untereinander und der eine will dem anderen die Hand geben, der andere nicht, weil er immer noch beleidigt ist von Sachen, die vor ich weiß nicht, wie viele Jahren waren und so weiter. Weil die alle höchst sensibel sind. Das ist ganz normal, weil sonst können die alle nicht schnell Motorrad fahren. Also sei es ruhig und wenn du meinst, du bist nicht sensibel, dann horche mal in dein Inneres, versuche mal etwas wahrzunehmen um dich herum, gehe beim Fahren auf Gefühle, gehe auf Intuitionen ein, höre genau hin, was dir dein Motorrad sagen will und so weiter. Und wenn du vor allem einen Tag hast, wo du merkst, dass du einfach nicht so gefühlvoll bist, wie du eigentlich bist, dann sei vorsichtig, weil sowas kann dann schnell nach hinten losgehen. Weil ihr mich immer wieder fragt, warum ich eigentlich angefangen habe mit diesen Videos und warum ich euch diese Informationen weiter vermitteln möchte. Das hat eigentlich einen ganz einfachen Hintergrund. Ich bin der Meinung, dass ich relativ schnell herausgefunden habe, was der richtige Weg ist, um sicher und schnell Motorrad zu fahren. Genau das möchte ich jetzt weitervermitteln, weil das Ganze bei mir einfach noch nicht so lange her ist. Der Unterschied zwischen mir und dem Profifahrer ist einfach der, dass ich genau weiß, was in unser einer Köpfe vorgeht. Diese ganzen Problemchen, die man hat, die Linie nicht halten zu können, nicht einlenken zu können, Muskelkater, verkrampfte Hände, verkrampfte Arme und so weiter. Das kenne ich alles, das ist bei mir alles auch nicht lange her. Ich habe aber Mittel und Wege gefunden, das zu verbessern. Aber natürlich gibt es keine Musterregel oder keine Musterform und vor allem, ich kann euch das Training hier nicht abnehmen. Ihr müsst also schon hergehen und auch wirklich üben, 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 fahren, fahren, fahren. Also das ist wirklich absolut entscheidend. Ihr könnt nicht jetzt zwei Videos sehen von mir und dann meinen, ihr seid 10 Sekunden schneller. Ihr müsst es wirklich üben, wie ich das vorher schon angesprochen habe, mit Sektionstraining und vor allem auch fahren, fahren, fahren. Was immer wieder absolut entscheidend ist, ist auch die konditionelle Verfassung. Die sportliche Verfassung. Ich habe auch im Forum schon ein paar gelesen, die sagen, ja, sie trainieren überhaupt nicht, sie machen gar keinen Sport außer Motorradfahren. Dann sind diese wahrscheinlich absolute Ausnahmetalente. Ja? Aber ich brauche auch dieses On-Top-Sport, diese Sportausdauer, die ich mir durchs Fahrradfahren, Wandern, Laufen, was auch immer, einfach aneigne, um dann im Rennen oder während den Touren einfach einen kühlen Kopf zu bewahren, weil mein Körper es einfach gewohnt ist, Leistung zu bringen, zu schwitzen, einen höheren Puls zu haben und dabei aber immer noch entspannt zu sein. Das beste Beispiel dafür habe ich jetzt
letzte Woche in Almeria gehabt. Ich habe alles auf das Rennen gesetzt. Ich bin bei dem Rennen auf der Pole gestartet und mir ging es eigentlich gar nicht so um das Rennen zu gewinnen, sondern mir ging es hauptsächlich darum, die 1,40 zu knacken und auch wirklich konstante Rundenzeiten zu fahren. Und das geht halt über 10 Runden nur, wenn du wirklich körperlich fit bist. Und da habe ich mir sogar während dem Rennen habe ich mir gedacht, so 2 Runden vor Schluss, habe ich mir gedacht, vor einem Jahr hätte ich das nicht können. Also wirklich so dieses Runde für Runde, immer so 1-2 Zehntel beieinander, immer dieses gleiche Uhrwerk der Runde abspulen, immer dieses gleiche Ping-Pong-Spiel, immer den gleichen Körb an der gleichen Stelle, auf den gleichen 20 Quadratzentimeter Fleck zu treffen, einfach dieses Abspulen der Runden und dabei im Endeffekt natürlich eine Anstrengung zu empfinden, aber die Anstrengung sollte sich einfach im Rahmen halten und ich bin dabei immer noch cool und entspannt und dann passieren auch keine Fehler, weil die Fehler entstehen nur, wenn du einfach über deinen 100% des Möglichen fährst, dann verbremst du dich, du lenkst zu spät ein, du rutscht weg, du gehst zu früh ans Gas, die ganzen Späße, die passieren alle nur dann, wenn du über deinem Limit fährst. Wo wir gerade beim Thema Limit sind, wo sollte dein persönliches Limit sein? Ich gehe einfach jetzt mal davon aus, jeder hat sein persönliches Limit theoretisch bei 100%. Das Problem ist, dass du bei 100% keine Reserve hast. Und wir brauchen aber Reserve, weil wir müssen nächste Woche wieder arbeiten. Wir müssen unseren Job als Eltern, als Geschäftsführer, als Mitarbeiter einer großen Firma, was auch immer, wir müssen unseren Dingen wieder nachgehen. Das heißt, wir dürfen uns eigentlich gar nicht immer an diesen 100% bewegen. Deswegen sollten wir, wenn hier die 100% sind, uns in dem Bereich aufhalten, damit wir diese Luft nach oben haben, dass wenn man mal was schief geht, wenn mal vielleicht die Traktionskontrolle nicht funktioniert, warum auch immer, wenn mal irgendwas auf der Strecke liegt, wenn mal einer vor dir stürzt und so weiter, dass du einfach diese Reserve der 20% hast und somit auch mit diesen, sage ich mal, 70 bis 80% kontinuierlich schneller werden kannst. Das war's auch schon mit meiner kurzen Tippserie zwischendurch, warum, wieso oder wie ihr am besten die Tipps, die ihr bei mir ja schon als Videos habt, umsetzen könnt. Das sind eigentlich so häufig gestellte Fragen von euch, die ich jetzt einfach versucht habe in einem Video zu beantworten und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch schöne Zeit, einen baldigen Saisonstart in das Jahr 2019 und bis bald. Ciao. Go to when I wanna hide from all the shades of blue, 'cause at times I think of leaving.